Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 15. März 2021 mit einer spontanen Legung für dich. Wie wird deine Woche? Einblick, Hinblick, Überblick, also einfach in den Karten schauen, was erwartet dich an den Wochentagen? Und was denkst und fühlst du und wie entwickelt sich das Ganze? Mit den wunderschönen goldenen Tarotkarten. Und bevor wir natürlich die Mischung der Karten beginnen, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Einmal für den Montag um eine Energie oder eine Karte. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag und Sonntag. Und hier in dieser Legung sind dann auch natürlich zwei Portaltage fallen mit hinein. Also am Mittwoch, der 17. und der 20. Das ist am Samstag, glaube ich. So, die allgemeine Botschaft hier für diese Woche. Also ich mache dir das mal so ein bisschen näher, dass du das sehen kannst. So, ja, es geht hier um die Augenhöhe, auch in der Beziehungen, es geht um die Seelenpartnerschaft, in der Liebe, oder allgemein geht es wirklich um die Augenhöhe, also wirklich sich zu begegnen in dieser Woche. Was ich jetzt hier sehe, der Montag ist der Königin der Münzen, am Montag hast du gute geschäftliche Möglichkeiten, aber auch wirklich etwas positiv zu manifestieren. Du hast hier wirklich diese Königin der Münzen symbolisiert auch immer die Fülle, das Füllebewusstsein auch in der Liebe für dich. Also du erkennst deinen Selbstwert, deinen Wert, also das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und dann der Ritter, der Kelch, also es wird dir entweder auch viel Gefühl entgegengebracht oder du hast einfach sehr viel Gefühl in dir, also am Montag. So, an dem Dienstag zeigt sich der Eremit. Der Eremit symbolisiert am Dienstag, dass du dich vielleicht auch so ein bisschen zurückziehen wirst, dass du nach innen schaust, dass du einfach so, ja, deine eigene innere Themen auch anschaust. Also das ist jetzt hier der 16. hier. So innen gekehrt bist, nicht negativ, sondern eher positiv, dass du viele Dinge reflektierst und beleuchtest. Also das ist der Dienstag. Also an dem Mittwoch, an dem Portaltag, kommen die Liebenden. Naja, wie cool ist das denn? Also an dem Portaltag, wie du siehst, wirst du wirklich mit deinem Seelenpartner oder mit der Energie der Liebenden, Thema Liebe, sehr, sehr konfrontiert. Also es kommt dir die Sehnsucht hoch, es kommen die Gefühle hoch, du wirst wirklich von diesen Gefühlen überrollt. So, dann am Donnerstag kamen hier wirklich zwei Karten. Und im Donnerstag bist du wirklich komplett in dieses Füllebewusstsein und das finde ich gut, denn also du hast schon einiges erreicht, du bist hier wirklich in deine Fülle mit dem neuen Münzen und das ist durchaus wirklich positiv. Und du hast die Königin der Stäbe, du bist hier jemand leidenschaftlich oder König der Stäbe leidenschaftlich. Leidenschaftliche Person und du kannst auch bestimmte Dinge umsetzen, anpacken. Auch in der Liebe hast du hier also wirklich die Fülle, sehr schön.
Also der Stabenergie ist eine feurige Energie. Und dann schauen wir jetzt den Freitag. Der Freitag bist du voller Gefühle. Die 10 Kelche symbolisieren wirklich hier sehr, sehr viel, viel Gefühl. Also das ist wirklich alles. Also du hast hier die Familie, du hast hier wirklich die Fülle, du hast hier die Gefühle, du hast alles hier, was du dafür benötigst. Oder wenn du jetzt nicht in Familie wohnst oder lebst oder nicht in Familie bist, dir wird ja, du wirst diese tiefe Liebe, dieses Gefühl am Freitag sehr, sehr intensiv auch wahrnehmen. Wir schauen jetzt mal den Samstag an. Also am Samstag ist eine große Transformation. Das ist ja auch wieder ein Portaltag an dem 20. Ne? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Genau. Da bist du jetzt in eine transformative Phase, dass du so bestimmte Dinge auch wirklich loslässt. Und es kommt also wirklich schicksalhaft mit dem Rad des Schicksals. Das heißt, alles, was so dich zurückhält, Stück weit, dass du es loslässt. Und dieses Schicksalhafte, wie du siehst, dieses Rad des Schicksals, das symbolisiert immer was Positives. Moment, guck mal, dass du das in der Kamera sehen kannst. So. So, also es symbolisiert immer etwas Positives. Also das Schicksalsrad, es hat eine Vorwärtsbewegung. Also unser Rad dreht sich nie rückwärts, ja. Also es dreht sich immer vorwärts und das symbolisiert, dass da auch wirklich was Positives in dein Leben kommt. Und alles, was dich zurückhält oder dich zurückzieht, lässt du los. Und dann kommt der Gehängte. Der Gehängte symbolisiert hier für mich auch, sei dabei spontan und ja, also vielleicht auch eine Pause erstmal, ja, aber es bewegt sich trotz all dem etwas weiter und also positiv. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du kannst da jetzt persönlich momentan nichts tun, aber der Portaltag macht das für dich und du lässt bestimmte Dinge einfach los. Wir schauen den Sonntag an. Also am Sonntag kommt etwas ins Gleichgewicht, wie du siehst. So, Moment. Oh, jetzt. Jetzt. Genau. Jetzt seht ihr das? Ich glaube schon. Ja, also es geht hier ein Stück weit. So, ich muss das mal testen, wie die Kamera, wie ihr das sieht. Also es geht hier um die Gerechtigkeit. Also es kommt etwas in Ausgleich. Geben und Nehmen kommt in Gleichgewicht. Auch wenn du jetzt noch unentschieden bist. Oder es fehlt dir die Motivation, was soll ich denn jetzt tun? Also diese Zwei-Stäbe-Energie. Also auf jeden Fall hast du das Gefühl, dass das sehr schwer ist, vielleicht auch vor einer schweren Entscheidung auch stehst. Trotzdem kommt alles in gerechten Sinn. So, wir schauen jetzt nochmal deine Gefühle diesbezüglich auch an. Was erwartet dich denn generell, also in dieser Woche? Deine Gedanken, deine Gefühle. Eine kleine Neunerlegung. Oh, es ist jetzt größer wie eine Neunerlegung. So, das ist jetzt eine wahnsinnsgroße Legung da raus geworden. Das seht ihr jetzt auch. Ja, also ist egal. Ich lasse es jetzt einfach, weil das sollte uns auch wahrscheinlich mit etwas auf den Weg mitgeben. In erster Linie hast du hier der König der Stäbe. Also bist du leidenschaftlich. Du gehst an bestimmte Situationen auch leidenschaftlich darauf ein. Oder denkst du möchtest etwas. Ja, du möchtest etwas beginnen auch und andererseits hast du auch wiederum Gedanken, wo du sagst, ja, wie soll ich das denn machen und was dich so ein bisschen hemmt. Langfristig fehlt dir die Motivation, das sind so deine Gedanken. Du weißt ja auch, dass du zu deinen Überzeugungen auch wirklich stehen solltest und
ja, also nach vorne gehen solltest in diese Woche. Und ja, und hier hast du der Ritter den Münzen, weißt auch, dass du halt hier auch eine gute Unterstützung hast, also dass sich hier etwas, also positiv für dich sich entwickelt, auch in der Liebe. So, im Herzen habe ich das Gefühl, dass du dich gefangen fühlst. Du hast hier eine Blockade im Herzen, das hast du selber, und zwar mit deinem Gefühl. Im Herzen, die Königin der Kelche symbolisiert, dass du wirklich im Herzen eine Blockade hast und dass du dich erstmal wirklich ausruhen musst und oder sollst. Auf jeden Fall geht es darum, die zwei Schwerter. Also du hast so ein Stück weit dein Herz verschlossen, obwohl die Chancen sind doch für Gefühl da bei dir. Du hast dein Herz verschlossen diese Woche und ich habe schon, ich glaube, am Freitag oder am Samstag erwähnt halt in dem Orakel, dass ich diese Woche die Herzöffnung und Herzheilung mit in meinem Shopping-Angebot anbieten werde, natürlich auf energetischer Ebene. So, wie geht es weiter? Also es geht hier Königin der Stäbe, du weißt schon, dass du hier leidenschaftlich etwas umsetzen kannst. Die Karte steht aber auf dem Kopf. Und das symbolisiert also die 10 Schwerter, dass du jetzt momentan, also dass es dir also jetzt etwas sehr schwer fällt. Du hast das Gefühl, ja, das geht irgendwie nicht weiter. Du hast diese 10 Schwerter in deinem Rücken stecken. Ja, also es symbolisiert hier auch für vielleicht eine Dreierverbindung, eine Dreierbeziehung. Und es geht ein Stück weit auch wirklich darum, dass du in eine ruhigere Wasser gehen möchtest und du möchtest hier wirklich, dass hier der Ast der Münzen, dass es auch wirklich zur Realität werden kann, dass es auch umgesetzt werden kann. Das wünschst du dir, aber momentan sind die Energien in dieser Woche halt auch ein Stück weit blockiert. Du wünschst dir ja die Augenhöhe und jetzt ziehen wir für diese Woche noch mal eine Karte, eine Botschaft für dich. So, also für dich, wer sein Ziel nicht kennt, überlässt den Weg dem Zufall. Also wichtig ist, dass du dein Ziel kennst. Braucht man unbedingt klare Ziele im Leben? Frage ich meinen Großvater, worauf er Folgendes antwortet. Erst wenn der Bauer sich im Klaren ist, was er später ernten möchte, weiß er, welchen Samen er dafür säen muss. Genauso ist es in unserem Leben. Wer keine klaren Ziele hat, überlässt die Ernte dem Zufall und darf sich nicht wundern, wenn statt gutem Getreide nur Unkraut wächst. Ein klares Ziel zu haben ist also ratsam, doch entscheidend ist, wie wir zu unserem Ziel kommen und ganz besonders, welche Spuren wir in unserem Weg dorthin hinterlassen. Gehe achtsam und nimm dir Zeit, dich links und rechts deines Weges umzusehen. Denn wer nur starr auf sein Ziel steuert, wird die vielen Freude- und Glücksmomente übersehen, die auf seinem Weg zu finden sind. Erwarte also das große Glück nicht erst hinter den Ziellinien, sondern erlebe schon auf deinem Weg jetzt in diesem Augenblick. Setze dir Ziele im Leben, sei dir jedoch zugleich bewusst, dass die Art und Weise, die du deinen Weg gehst, wertvoller sein kann als das Erreichen deines Zieles. So, das war die Hinblick, Einblick, Überblick, diese Orakel einfach, dass du hinschaust, was erwartet dich in dieser kommenden Woche von dem 15. bis 22. März. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, über deinen Kommentar und dein Abo sowieso. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis ganz bald. Namaste, deine Valeria.